Πάμε παρακάτω. Weiter geht es mit der Frage, τι κάνεις, wie geht's dir? Τι κάνεις, du siehst hier die Endung is, das zeigt die zweite Person an, τι κάνεις. Und hier in der Sie-Form oder in der Pluralform, wie geht es euch? Die Kanete. Hier hast du die Endung ette. Also, Yasu Tikanis, Yasu, Du-Form, Yasu Tikanis. Oder Yasas Tikanete, das ist die Sie-Form, die Höflichkeitsform. Yasas Tikanete. Kommen wir nun zu den verschiedenen Antwortmöglichkeiten auf die Frage Τι κάνεις, wie geht's, oder Τι κάνετε, wie geht es Ihnen? Wenn es dir nicht so gut geht, dann sagst du auf Griechisch Όχι πολύ καλά. Όχι πολύ καλά. Nicht so gut. Oder mit Verb, mir geht es nicht so gut, wenn ihm poli kala. Wenn ihm poli kala. Mir geht es nicht so gut. Und zwar hast du hier einmal Ochi. Ochi ist in diesem Fall eine Verneinung, nicht. Nicht so gut oder nicht sehr gut. Όχι πολύ καλά. Oder wenn ime πολύ καλά. Hier hast du ein Verb. Ime. Und wenn ist die Verneinung, die steht immer vor dem Verb. Also, wenn ime πολύ καλά. Mir geht es nicht so gut. Πολύ, hier im Sinne von sehr. Mir geht es nicht sehr gut, nicht so gut. So, dann haben wir hier diese Antwort. Also es geht so lala, dann sagst du etziketzi. Etziketzi. Etziketzi, wie du das schon heraushören kannst, wird wie ein Wort gelesen. Etziketzi. Etziketzi. Τι κάνεις? Έτσι και έτσι. So lala. Es geht. Έτσι και έτσι. Dann haben wir hier καλά. Τι geht's dir? Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Gut. Καλά. Oder du sagst, das ist auch sehr gängig, μια χαρά. Τι κάνεις? Μια χαρά. Und wenn es dir jetzt sehr gut geht, dann sagst du πολύ καλά. Sehr gut. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Sehr gut. So, das war unsere Lektion zum Thema Wie geht's dir? Thank you.